Vielen Dank, Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen. Also wenn irgendjemand aus diesem Untersuchungsausschuss Wahlkampf gemacht hat, dann warst es jetzt seit hier und heute du, lieber Kollege Jürgen Baumgärtner. Das war der Wahlkampfrede, die du gehalten hast zum Thema Stammstrecke und Untersuchungsausschuss. Also wo ich gehört habe und geschaut habe, wer wird denn eigentlich den Vorsitz haben beim Einrichten des Untersuchungsausschusses, und ich habe gesehen, beides der Vorsitzende, der stellvertretende Vorsitzende, beides Regierungsfraktionen, Freie Wähler, CSU, haben gedacht, oh je, das kann was werden, das wird ein Kampf werden um jeden einzelnen Zeugen oder Zeugin, um jeden einzelnen Beleg, um jede Akte. Aber da musste ich mich eines Besseren belehren lassen. Die Arbeit im Untersuchungsausschuss war wirklich anständig. Es wurden nahezu alle Fragen zugelassen. Alle Zeugen, die vorgeschlagen sind und auf die man sich geeinigt hat, sind zugelassen worden und sind geladen worden und sind ja auch gekommen. Und die Akten sind geliefert worden. Um einige Akten wurde sogar gekämpft und verhandelt. Oberster Rechnungshof zum Beispiel. Also das war wirklich anständige parlamentarische Arbeit, gerade im Vergleich zu dem, was man auch von anderer Seite schon gehört hat. Dafür vielen Dank an die Vorsitzenden, ausdrücklich von unserer Fraktion. Dem Dank an die ganzen Mitarbeitenden und vom Landtagsamt, von den Fraktionen und so weiter, Presse und so, ist ja schon gesagt worden, dem schließen wir uns natürlich ausdrücklich an. Als der Ministerpräsident Dr. Markus Söder bei uns als Zeuge im Untersuchungsausschuss Stammstrecke war, hat er gesagt, ziemlich am Anfang, Mutlosigkeit in der Gegenwart ist eine schwere Sünde an der Zukunft. Das stimmt, Tatenlosigkeit aber mindestens ebenso, meine Damen und Herren. Und das ist das, was wir der Staatsregierung vorwerfen. Tatenlosigkeit, insbesondere beim Ministerpräsidenten und der Staatskanzlei. Man hat die Stammstrecke, dieses Desaster sehenden Auges, nicht zur Chefsache gemacht, sich nicht gekümmert, sondern es jahrelang liegen lassen, jahrelang munter weiter Bauaufträge erteilt, Planungsaufträge erteilt, Steuergeld zum Fenster ausgeschmissen, anstatt auch nur einen Moment zu überlegen, was wäre denn alternativ sinnvoller. Jetzt, wo das Kind in den Brunnen gefallen ist, die Kosten aus dem Ruder laufen, der Zeitplan aus dem Ruder läuft, jetzt muss irgendein Schuldiger gefunden werden. Zum einen der Scheuer, da ist schon viel Schuld, dann wirft man noch ein bisschen Schmutz oben drauf. Das ist eine einfache Übung. Und vor allem aber, wir haben es ja heute hier ausführlich vom Herrn Pohl und vom Jürgen Baumgärtner gehört, der Sündenbock soll gefunden sein, nämlich die Deutsche Bahn. Das Problem ist aber nicht, dass bei der Deutschen Bahn, nicht nur, dass bei der Deutschen Bahn sehr viel schiefgelaufen ist, sondern dass ihr sie habt gewähren lassen und sie einfach habt machen lassen, anstatt ein anständiges Controlling einzusetzen, anstatt Rechenschaft abzuverlangen, anstatt an die Öffentlichkeit zu gehen, anstatt hier im Landtag Tacheles zu reden und zu sagen, wo wir bei dem Projekt stehen. Kollege Polak sagt, das Projekt ist Seht die Bahn, hat des sehenden Auges das Projekt in den Abgrund rasen lassen. Ja, die Bahn lässt viel falsch fahren oder rasen oder rollen, da sind wir uns sicherlich alle einig. Aber sehenden Auges hat vor allem die bayerische Staatsregierung und der Ministerpräsident Söder dieses Projekt in den Abgrund rasen lassen. Und das ist der Skandal, der politische Skandal bei diesem Projekt. Und der Skandal im Skandal ist, dass man es nicht nur aus Unlust hat in den Abgrund rasen lassen, sondern aus wahltaktischen Überlegungen, weil die Hiobsbotschaft zum unpassenden Zeitpunkt gekommen ist, nämlich ausgerechnet dann, wo der Ministerpräsident hätte Bundeskanzler werden wollen. Und deswegen wurde aus wahltaktischen Gründen dieses Projekt dilatorisch behandelt, verschoben, die Öffentlichkeit nicht informiert, der Landtag nicht informiert oder falsch informiert. Man hat das Wohl der CSU über das Wohl des Freistaats Bayern gestellt, meine Damen und Herren. Und das ist in diesem Untersuchungsausschuss klar zutage getreten. Und es handelt sich hier um ein Projekt, das ein CSU-Prestigeprojekt ist, das ihr, meine Damen und Herren, habt haben wollen, das ihr durchdrücken habt wollen und das ihr jetzt sicherlich auch nebenbei so lange habt stillschweigend weiterlaufen lassen, um möglichst nahe an den Punkt heranzukommen, wo man dann wirklich irgendwann einmal nimmer umkehren kann. 27 Jahre Bauzeitverzug haben wir jetzt schon gegenüber den ersten Planungen. Der Martin Wagle hat vorher gesagt, es sei ein Jahrhundertprojekt.
Wenn ich mir das so anhöre, ein Jahrhundertprojekt, 27 Jahre Bauzeitverzögerung, Jahrhundert, da wird es mir Himmelangst, wann das Ding denn endlich mal fertig werden soll. Und umso mehr ärgert es mich, dass ihr nicht einen Moment bereit seid und jetzt immer noch nicht bereit seid, auch unter dem neuen Verkehrsminister Christian Bernreiter immer noch nicht bereit seid, wenigstens einmal nachzudenken und zu schauen, wie wären denn Alternativen, mit denen man schneller und kostengünstiger zuverlässige Verbesserungen für die Fahrgäste, die da draußen jeden Tag auf die S-Bahn warten, erreichen können. Das ärgert mich am allermeisten und ich hoffe, dass es wenigstens nach der Wahl für den unwahrscheinlichen Fall, dass die CSU noch irgendwas in der Landespolitik hier zu sagen hat, zu dem Punkt kommt, umzukehren und zu überlegen, wie es ausschaut. Denn diese 3,1 Milliarden, die euch die Bahn vorgelegt hat, wir haben sie ja im Untersuchungsausschuss, auch im Verkehrsausschuss schon an der Wand projiziert gehabt, wie sie das zusammensetzt, das ist ja ein Witz. Das sind ja Sachen näher gerechnet, die da überhaupt nicht nein können, die gar keine Abbruchkosten sind, wie zum Beispiel der Neubau von dem Empfangsgebäude, was man ja sowieso braucht. Auch die schon erteilten Bauleistungen, die vollendeten Bauleistungen am Westkopf, in Leim, die Mehrgleisigkeit, das ist ja alles sinnvoll nutzbar, die Stabbogenbrücke, das will ja keiner wieder rausreißen. Da sind wir ja heilfroh, dass wir das endlich einmal haben. Vor 20 Jahren hätten wir es schon brauchen können. Jetzt ist es endlich da. Das sind ja keine Abbruchkosten, sondern man muss schauen, was ist denn tatsächlich verlorenes Geld, und es werden viele hundert Millionen Euro sein, vielleicht über eine Milliarde, gegenüber den 10 Milliarden und mehr, die man ansonsten noch dem verlorenen Geld hinterherwerfen muss. Und deswegen ist es der Zeitpunkt, allerspätestens jetzt, noch besser wäre es vor 2 Jahren gewesen, als der Sauerei aufgekommen ist, aber die Staatsregierung Stillschweigen angeordnet hat, nachzudenken, wie kommen wir schneller zu Verbesserungen. Summa summarum ist durch diesen Untersuchungsausschuss klar zutage getreten, wie groß das Drama und das Dilemma ist. Es steht zu befürchten, dass in ganz Bayern Bahnprojekte und Fahrgäste leiden werden, der Klimaschutz und die Verkehrswende auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben werden, worden sind und ein schwerer Schaden für Bayern durch das Festhalten an der Stammstrecke für Bayern entstanden ist. Vielen Dank, meine Damen und Herren.